unserem Channel Tutorial Bros. In diesem Tutorial möchten wir euch zeigen, wie man bei einem Golf 6 TDI Motor den Dieselfilter ersetzt. Um an den Dieselfilter zu gelangen, müssen wir den Deckel vom Gehäuse aufschrauben. Dieser ist mit 5 Torx-Schrauben befestigt. Hierzu wird eine Ratsche mit 20er Torx benötigt. Um den Deckel vom Filter zu lösen, müssen wir mit einem Flachschraubendreher diesen vorsichtig aufhebeln. Dazu ist zu achten, dass man den Deckel gleichmäßig aufhebelt. Nun können wir vorsichtig mit einem Flachschraubendreher den Filter aus dem Gehäuse entnehmen. Am besten hätte man sich eine Unterlage sofort parat, um den Diesel aufzufangen. Im nächsten Schritt ist es ganz wichtig, den O-Ring zu ersetzen. Wenn der neue O-Ring aufgezogen worden ist, diesen am besten mit etwas Öl oder Diesel beschmieren. Ein kleiner Tipp: Wenn der neue Filter hineingesetzt worden ist, ist darauf zu achten, dass der Behälter weitmöglich mit Diesel befüllt ist. Nun können wir den Deckel erneut festschrauben. Dieser sollte vorerst über Kreuz beigezogen werden, um einen Verkanten oder Verbiegen des Deckels zu verhindern. Nun können die Schrauben handfest angezogen werden. Ja Leute, das war ein kurzes Tutorial-Video, wie man bei einem Golf 6 den Dieselfilter wechselt.